So, meine lieben Leute, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren illustren Runde. Hau den Dave. Au, ey! Du blöde Sau, du! Jetzt komm her! Nein, ich hab doch schon einen Schlag abgekriegt. Es reicht. Hey, es reicht. Muss sein. Oh. Es reicht. Ich lauf ja Amok noch. So. Also Leute, jawohl, im letzten Part haben wir uns ja ein bisschen auf die Nuss gegeben. Der Dave hat wohl oder übel selbst am Ende, als ich ihn noch eine reinholen wollte, wieder gewonnen. Es stand dann 3-4 bzw. 2-3, je nachdem, wie ihr sehen wollt. Genau. Und im Endeffekt, war doch mal eine lustige Abwechslung. Kann man öfter mal machen, beziehungsweise vielleicht mal irgendwie so, dass wir vielleicht einen ganzen Part füllen oder sowas mit solchen Aktionen oder mal eben noch Leute dazu einladen und dann machen wir Teams und dann geht das los. Ja, sowas von. Ich kann ja, wie gesagt, den Server auf 8 Leute hochbauen. Jo. Von daher wird das riesig. Müssen wir mal schauen, wie wir es machen. Richtig. Und jetzt buddeln wir erstmal so lange die Nacht noch an. Obwohl, es wird gleich Tag, wa? Es ist schon Tag. Oder ist es die Nacht? Ist es 11 Uhr, 23 Uhr? Nee, wa? Nein, es ist 11 Uhr. Denn ich habe auch in die Kommentare gelesen, Wir sind aber jedes Mal bei Tag 1, wa? Kann das sein? Ja. Das liegt aber auch wirklich daran, weil das halt noch alles Alpha ist und der Server immer wieder beendet werden muss und neu hochgefahren werden muss. Ach so, okay, gut. Resettet sich das immer wieder. Okay, gut, verstehe ich natürlich. Von daher würde ich jetzt sagen, wir machen jetzt flinke Füße. Genau. Denn wir suchen in der Stadt, in die Garagen, nach dem Bohrer. Okay, ich packe erstmal ein bisschen was rein, unsortiert natürlich. So, ich brauche Munition. Ah, die Munition habe ich sogar bei. Dann packe ich mal meine Knatterfalz hier rein. Eine Knatterpeng. Genau, und los geht das. So. Auf geht's, schnell suchen. Noch ist es morgens, können wir schnell den Bohrer finden, vielleicht, wenn wir Glück haben. Ich wollte mal hier ganz schön auf. Bohrer, Leute. Okay. Kannst du mal fix hier helfen? Wo bist denn du? Na, draußen, die wollen hier. Die Wand kaputt hauen. Du machst das schon, wie ich sehe. Ja, läuft, ne? Läuft. So, schnell, flinke Füße. Charme. Ich könnte noch schnell die Charme aufsammeln. Ach, du mit deine Charme immer. Ja. Ich dachte, du hättest dich mal rasiert. Hat er damit nichts zu tun? Klar! So, echt, du bist schon auf dem Weg da hinten. Okay, Ich komm. Ich eile geschwind, wie ein Kind im Wind. Ja, genau. Jawohl, genau. Ach nee. Oh! Oh, fuck! Ich wollte dich nicht treffen! Scheiße! Nein! Nein! Komm her! Hab ich gesagt! Du sollst herkommen! Ich mach das nicht! Wenn du nämlich die Schuld finde. Einen Schuss! Wow! Alter! Ohne Witz! Warum bin ich schon Angst hier? Wie er sich da feiert, der Penner! Entschuldigung. Da lacht er die Sau. So, die ganzen Garagen durchsuchen. Die Garagen, okay. Die Garagen, ja, in Häusern ist der Bohrer nicht drin, sondern nur in Garagen. Ich hoffe, wir haben Glück. Ich fange einfach mal random hier irgendwo in der Garage an. Gehen aber auch, Dinger, Was wie Dinger? Bist du hier drin? So, einmal das aufsammeln. Weil es ist ja keine Garage hier zum Beispiel, es ist ja mehr so ein. Nee. Ja, solche Garagendinger hier. Eine Kettensäge, sehr schön. Was? Schrotflinte und Munition, super. Die Kiste habe ich gar nicht gesehen. Oh, scheiße. Wir haben jetzt eine Kettensäge gefunden. Sehr cool. Auch gut. Wir haben jetzt zwei Kettensägen. Können wir ein Kettensägen-Duell machen? Das wird, glaube ich, ziemlich brutal. Wenn ich sowas so Spaß machen, müssen wir definitiv, wir sind in der Endzeit angekommen. Aber ich kann nicht mehr zurücknehmen. Sound kaputt machen. Ich will darüber. Einfach mal alles. Das schließt da, das Geflüster schon wieder. Tu den Geflüster, ey. Ja, das ist, ich hab da irgendwie, keine Ahnung. Hose voll. Der hat ja schon alles durchsucht hier. Ja, in manchen waren wir ja schon im Anfangsparts irgendwo mal. Stimmt. Daher weiß ich jetzt nicht mal so genau, wo wir waren. Ich durchsuche einfach alles. Ein Auger, also so eine Heckenschere-Dingerding. Das Auger? Munition, ja. So ein Auger. Auger. A-U-G-E-R. A-U-G-E-R, genau. Auger. Das ist der Bohrer.
Das ist der Bohrer? Das ist der Bohrer! Das ist der Bohrer! Ich hab den Bohrer! Willst du mich verarschen? Ich hab den Bohrer gefunden! Das will ich jetzt sehen. Bisschen Metall noch mitnehmen. Zeig her. Das glaube ich dir jetzt nicht. Wo bist denn du? Ich komme. Naja. Wieso glaubst du mir das nicht? Das glaube ich nicht. Das ist eine Heckschere, aber das ist nee, das ist der zeig her. Leck mich am Arsch! Au! Hier. Nimm du ihn. Ja, wie denn? Ich bin doch tot. Ach du, bei mir standst du gerade eben noch. Nein, nimm den auf, jetzt aber flott. Ich hab alles aufgenommen jetzt von dir. Scheiße, sorry. Das wollte ich nicht. Wir haben den Bohr. Aber ich such mal noch einen. Vielleicht finden wir ja zwei, dann können wir zu zweit bohren. Ich hab deine Schrotflinte mal hier unten rechts. Jo. Und dein Stick, nee, das war nur deine Schrotflinte, ne? Du warst nur Schrotflinte. Ich such mal so lange weiter, vielleicht finden wir noch einen. Such mal weiter, ja. Also, ich muss das jetzt mal ganz kurz zusammenfassen, ja? Für Leute, die jetzt gerade zuschalten oder. Ich glaube, das wird die ganze schwierig. Zeit. Ja, das glaube ich auch. Oder, die jetzt schon die ganze Zeit zuschauen. Wir haben einen Bohrer gesucht. Ja, am Anfang haben wir in der Farm gesucht, weil die Wahrscheinlichkeit dort hoch war. Wir haben den Bohrer dort nicht gefunden. Wir haben uns einen Kopf gemacht, wo wir den Bohrer finden können. Ich habe Videos angeschaut. Ich habe Solo-Projekte beziehungsweise angeschaut. Irgendwo, um den Bohrer zu finden. Wir sind in die 73. Straße nach Colorado. Dort, um irgendwas zu finden. Da war nichts. Wir gehen quer durch die ganze Map Richtung Fabrikgelände, so einen Bohrer finden ihn nicht. Und die Nachbarstadt, die vielleicht nur ein paar Schritte weiter entfernt ist, liegt der Bohrer. Ja. Von will daher, mich das Spiel trollen? Natürlich. Ja, ich merk's. Ich. Ja. Boah. Das ist doch, wo hast du den gefunden eigentlich? In der Garage, Tanja? Der war in so einem Schuppen, quasi. Ja, Garage, sagen die immer dazu. Garage. Oh, ich hab noch einen, Auger. Noch einen? Ja, auch wieder in so einer Garage. Jupp, haben wir jetzt zwei. Ich guck mal, vielleicht finden wir doch einen dritten. Ist das geil. Ich bin sprachlos. Bisschen Müll noch. Wir suchen die ganze Zeit den Scheißbohrer und in der Stadt ist da die ganze Zeit zwei Stück sogar. Ja. Vielleicht sogar noch drei, mal gucken. Die wollen mich doch rollen hier. Oh. Nee, hat ja schon alles durchsucht. Immer dieses Scrap Metal. Immer diese Metler hier. Immer diese Metler, ey. Schlimm, schlimmes Volk nur, ist das. Machen nur Krach, die Penner. Ja. So, okay, was ist hier? Hier ist nichts. Hier ist ein Mülleimer und da ist auch nichts. Und da ist noch ein Rucksack. Mal gucken, ob da ein Auge drin ist. Das würde sehr lustig sein. Nein, da ist Munition drin. Ja, also das war jetzt wirklich ein bisschen komisch. Aber zwei Bohrer, das ist sehr geil. Oh, noch eine Kettensäge. Sehr gut. Alter. Clove Fragment und Glass Jar. Ah, da oben. Ist da oben noch was? Kommt man da überhaupt drauf? Ich weiß es ja nicht, wo du jetzt gerade bist. Ich weiß auch nicht, wo ich bin. Mann, ich will auch einen Bohrer haben. Ich hab zwei. Ja, du kannst keinen abkaufen. Wohl einen Bohrer kaufen? Ich kann wohl einen Bohrer kaufen. Ja, mit. So. Fuck, ey, das ist drin, ja, genau. Was soll ich mal jetzt da drüben? Oder war ich da auch schon? Ich glaub, da war ich auch gerade drin, oder? Ich hab keine Ahnung, ich sehe das ja. Ja, oh. Zombies überall. Zombies all over the world. Bisschen Müll noch aufsammeln. Oh, wenigstens eine Schrotflinte gefunden, kann ich mich wenigstens ein bisschen verteidigen. Ich krieg gleich deine wieder. Ja, ich hatte aber jetzt gerade nicht so, ich durchsuche die ganzen Garagen hier. Achso, gut. Weil ich will jetzt auch einen Bohrer finden. Ich will. Da war ich schon drin. Hm? Da wo die Türen offen sind, da war ich schon drin. Da warst du schon drin. Oh, Benzinkanister. So. Oh, sehr gut. Dazu sage ich auch nicht nein. Ja, dann würde ich sagen, dass die nächsten Parts ziemlich laut werden. Das könnte auf jeden Fall ziemlich laut werden, ja. Also erwartet da nicht so viel.
Vielleicht hier im Keller noch irgendwie was drin? Im Keller glaube ich nicht, also weiß ich nicht, also ich habe da jedenfalls nichts gelesen. Sie ist halt nur wirklich in die Garagen drin, dass da ein Bohrer zu finden ist. Was er auch ist. Penner, ey. Ein Stück Zaun, na gut. Ein Stück Zaun, ja gut. So, was haben wir hier? Müll. Ich finde jetzt gerade keine Garagen mehr. Ich glaube aber, ich bin auf der falschen Seite auch. Ich gehe jetzt mal auf die Seite hier rüber. Eine Untouched Box. Ob da vielleicht noch was drin ist? Ah, Wasser. Man weiß es nicht. So. So, Sees, Saas, Leelol, Deal. Ist ja richtig krass. Ich komme jetzt immer noch nicht drüber weg. Das war der Kettensäge. Auch nicht schlecht. Ah, Charme. Wenn das so weitergeht, Charme, meine lieben Leute, und wir sind dann mal vier Mann oder irgendwie sowas, können wir ein reinstes Kettensäge-Massaker machen. Warst du das gerade? Das war ich gerade, ja. Achso. Da hüpft er rum wie so ein Kaninchen, ey. Was? Achso, nein. Das war ich nicht, nein. Was war denn das gerade? Oh, das ist ein Bug. Ich weiß nicht. Irgendwas habe ich gerade gesehen, oder vielleicht hat mein Auge einen Streich gespielt. Noch ein Bohrer. Sehr gut. Dry Borers of Runtime, ey. Ah, guck mal, hier ist er ja schon. Ich will gerade abdrücken. Mach das nicht. Schließ da. Oh. Ey. Das war jetzt... Nimm die Sachen auf. Was machst du? Okay, ich warte dann hier auf dich. Du hast ja alles. Ich warte und noch nicht. Scheiße, das war jetzt absolut nicht geplant. Weil ja, ich guck, das sagt er ja, weißt du. Nein, weil, ich gehe hier auf dieser Sporttasche drauf zu und so will gerade alles nehmen. Und du drückst auch auf die Sporttasche. Und da klickt das bei mir weg. Ach so, und dann. Gerade wo ich drauf gedrückt habe. Auf die Maustaste und dann. Ja. Natürlich. Das glaubst du mir jetzt nicht, Er wollte sich nur an mir rächen, weil ich ihn damals immer gehauen habe. Das glaubst du mir jetzt nicht, oder? Ich glaub dir gar nichts mehr. Du Pennergesicht, ich bin in die falsche Richtung. Das musst du mir einen Timer zu stellen. Nun gut, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange der Part geht. Komm einfach zurück. Ich pack mal hier auf jeden Fall ein paar Sachen ins in Kisten. Ich glaub dir mir wieder nicht. Das müsst ihr mitlaufen. Wir sehen es ja dann bei dir im Part, wie du auf mich voll geschossen hast, mit Absicht, ey. Nein, hab ich nicht. Purer Hass hat sich bei dir breit gemacht. Purer Hass. Deine Mutti hat einen Hass. Oh Gott, oh, den wollte ich gleich. Aber erstmal kriegst du deine Schrotflinte hier wieder. Da. Ja, genau. Und deine Pistole kriegst du auch wieder. Bei Pistolen kann ich überhaupt nicht umgehen damit. Ja, ich habe auch noch eine schöne Maschinenpistole für dich gefunden hier, bitteschön. Oh, sehr schön. Dankeschön. Ich kann damit eh nicht umgehen. Aber wir packen erstmal alles in die Kisten irgendwie. Nö, ich hab das, Wo war denn das? Die Maschinenpistole brauche ich nämlich erstmal nicht. Ah, Scrap Metal da, packe ich mal dazu. Haben wir irgendwo Cloth Fragments noch rumliegen? In irgendeiner Kiste. Ich will auf der anderen Seite gucken. Hier ist Futtern, hier ist Futtern, hier ist Trinken. So, hier ist auch Trinken. Okay, ich brauche ein bisschen was dazu. So, da sind so Gartenwerkzeuge. Da packe ich mal den einen Auger mit rein. Mhm. Und, aua! Kettensäge packe ich auch. Schon wieder! Hier liegt die Kettensäge auf dem Boden. Ja, weil ich die... Ja, durch die Hose kackt. Ich packe die mal da rein. Jetzt ein bisschen, die wollte ich ja gerade da reinpacken, aber okay, dann klickst genau, du wieder drauf. Okay, noch eine Kettensäge, die packe ich mal da dazu. Dann hole ich mal mein Dings raus. Oh, lass ihn drin. Oh, noch eine Schrotflinte. Ich pack dir einfach mal alles da rein. Das packe ich da rein. Eisenerz, ich habe noch Eisenerz dazu, ich packe noch ein paar Steine dazu. Pack das rein, ich sortiere das dann wieder. Du sortierst das dann irgendwann, wenn du wieder da bist. Ja, heute bestimmt wieder. So. So, ich hoffe, ich habe auch noch eine. So. Den Auger packe ich mal in mein Inventar und die Painkillers oben und dann die Charme kommt darüber und dann habe ich alles. So, passt schon irgendwie. So. Ich brauche halt nur Benzin, wa? Wo haben wir denn hier Benzin? Hier. Da hier. Ist ein bisschen. Ich nehme mal nicht alles mit, ich nehme nur mal 10er Stack mit, das muss erstmal reichen. Oh, was hast du das aufgemacht, wo ich gerade. Mann! Siehst du? Das, so ist das passiert. Habt ihr das gesehen? So, und jetzt nehmt ihr auf. Die Gaskanister. Ach so. Nehmt ihr. So. Okay, super. Ja, meine Freunde, so sieht das aus. So, und so nicht anders muss das sein. So, alles ins Inventar packen.
Es wird losgebohrt, meine Freunde. Es wird laut. Was hast du vor? Was macht er denn? Was macht er denn? Ich dachte, wir machen hier so eine Tür, also einen Gang in den zweiten Raum. Nein. Machst du das ganze Ding auf, oder wie? Das Klo, das kommt hier rein. Wir gehen dann hier so rein. Ach so, hier so. Ja. Und nicht bis ganz rauf. Na, erstmal nur so. Was soll das für eine riesen Tür werden, bitteschön? Egal, du willst ja immer noch mit Stein versehen. Natürlich. Wir haben ja noch so ein bisschen Eigenhalt. Ja. Ich höre das eh nicht, weil es ist ja wie gesagt, ich auch noch ein paar Kellen noch mitnehmen. So, Stein hier hin, das andere da hin. Den Benzinscheiß mache ich mal da hinten hin. Ich habe keine Fackeln. Fackeln im Wind. So. Das wir da oben hinschmeißen. Gab's da nicht mal so ein Lied? Stimmen im Wind? Ich kenne Fackeln im Wind. Die lädt man jetzt. Ach so, lädt von alleine auf oder was? Ja, du musst immer warten, das lädt da. Lädt dann immer. So, ich hab jetzt ein bisschen mit drin, was so passt. Mach jetzt ein paar Räume daneben. Boah, ich glaube, ey. Ein halben Sport. Gar nicht übertrieben. Das geht richtig gut. Lüft auf jeden Fall schnell. Das läuft, stimmt. Ja. Andere war aber ein bisschen entspannter, sag ich mal. So, dann würde ich sagen. Wir machen den Lappen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, hier. Ich bin scheiße, ich bin fertig. Eisen? Aber nur noch ein Klo unten. Oben unten. Ja, Klo kann ich jetzt irgendwie nicht so craften, aber. Das kommt ja alles später noch. Kann man aber abbauen, oder? Ich weiß es nicht. Kann man das abbauen? Keine Ahnung. Boah! Wow. Oh! Oh! Ich bin brutal, dass der auf mich zuläuft mit dem Ding. Gut, die Risse, die mache ich später weg. Alter! Das ist so schlimm, oder? Wenn man daneben steht und dann. Alter! Dicke, ey. Sieht schon lustig aus. Na, soll ich mein Rohr rausholen? Oh. Ui. So, machen wir hier also noch weiter, ja? Ja, genau. Alter! Das ist voll brutal, ich sag's dir doch. Du bleibst rechts, ich mach links. Okay. Jetzt rennen wir uns doch die Köpfe ein. Hier doch nicht. Nein, natürlich nicht. Und am Ende liegen wir blutig daneben. Ich muss schön die Steine ein. Wir kriegen so viel Steine. Oh. Das klingt. Das leer ist. Ja. Klatsch, 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 klatsch. So. Ist eine Sache, die ist vielleicht auf jeden Fall erledigt, aber. Sehr laut. Würdest du dir vorstellen, dass wir jetzt nach unten bauen quasi, dass wir dann quasi noch so mehrere Stockwerke haben? Ja. Folter kommt ja eh noch rein. Das war quasi wirklich eine unterirdische, mehrstöckige Wohnung basteln. Ja, weil oben ist es ja wirklich dann auch so geplant, dass wir die Festung. Es ist ja nicht bloß ein großes Viereck, was da wirklich wird. Es fängt an zu bohren, wenn ich hier anfange. Das wirst du in der Aufnahme eh nicht. Es ist voll laut, ey. Ja. Ich glaube, man versteht dich echt nicht dann. Ja, das ist so, man versteht mich auch nicht. Scheiße. Deswegen würde ich sagen, ich erkläre ganz kurz. Und zwar, die Festung ist ja wirklich so nicht geplant, Viereck, Mauer, fertig. Nein, in dieser Mauer kommen ja auch wirklich dann noch Häuser. Also so ein Steinbuden, sage ich jetzt mal. Ja. Hm? Dass da, was weiß ich, dass man da irgendwie sich irgendwas ausdenken kann, Schlafkojen oder irgendwie sowas. Das ist dann wie so eine Festung oder eine Burg. Sagen wir einfach eine Burg. Na boah, oi. Dass wir da halt sowas bauen. Das ist so mein Plan. Okay. Und dafür brauchen wir aber auch erstmal sehr viel Stein. Und den bekommen wir richtig viel. Stein haben wir eine Menge, ja. Große Menge. Ja, wir haben ja auch in die Kisten haben wir noch auch Haufen. Da würde ich mal sagen. Machen wir uns in der nächsten Folge dran, wa? Ein bisschen was draußen zu basteln auch. Ich würde sagen, ich nehme den Bohrer dann mit nach draußen und dann vergrößern wir den Grab. Und dann fangen wir langsam an, die Festungsmauer aufzubauen, meine Freunde. Jo, würde ich auch sagen. Aber das war's jetzt an der Stelle von diesem Part auch.
Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Oh, oui, oui. Von 7 Days to Die. La 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 la. Oh, nein! Alter! Warte! Ah, dein Arsch ist mein. Ich bohre ein zweites Arschloch. Ah. Ah. Der ist leer. Hast aber Schwein gehabt. Schwein gehabt, Kollege, Schwein gehabt. Was machst du? Was wird nein, das? Es geht nicht. Es geht nicht. Ah, nein. Nein, weil die Leiter da ist. So, Aufnahme beenden jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, was dann? Alter! Tschüssi, Kowski, ich überlebe irgendwie vielleicht. Bis zum nächsten Part. Tschüssi. Tschüssi.